Im Umspannwerk Obersilach werden etwa 38 Millionen Euro investiert zur Sicherung der Energieversorgung im regionalen Bereich. Der dritte Transformator ist ein Teil des Gesamtprojektes. Die Transportgewichte bewegen sich in diesem Fall um die 155 Tonnen. Und hier ist es wichtig, dass diese Tonnage sicher vom Bahnhof Grafenstein hier in das Umspannwerk Obersilach gebracht wird. Die Strecke führt vom Bahnhof Grafenstein erst einmal über die Autobahnbrücke A2. Hier ist natürlich jede Brückenkonstruktion eine gewisse Herausforderung, ob sie dieser Tonnage entsprechend standhält. Weiter über die B70 und dann durch Ortsgebiet Völkermarkt. Hier sind natürlich bei den Kreisverkehren insbesondere Engstellen vorhanden. Einzelne Verkehrsschilder müssen eben weichen kurzzeitig für diesen Transport. Es ist wirklich teilweise Millimeterarbeit, um den Transformator hier unbeschadet durch das Ortsgebiet zu transportieren. Nach Überstellung des Transformators über den Straßentransport ist die letzte Aktion das Hineinziehen des Transformators in die zugehörige Transformatorbox. Hier ist ebenfalls Präzision gefragt, um den Transformator möglichst gerade und wirklich zentimetergenau auf den endgültigen Standort zu bringen. Die Fundamente sind als öldichte Wanne ausgeführt. Sollte es im Schadensfall hier zu Ölaustritten kommen, dass es zu keiner Umweltgefährdung kommt. Nur gemeinsam ist es im Team möglich, solche Projekte in dieser Zeit und in dieser Präzision abliefern zu können.